Die Wintertransferphase ist nun vorbei und wir können zwei vielversprechende Neuzugänge verbuchen und müssen uns leider von drei Spielern verabschieden. Wer das ist und was sie können, darauf schauen wir wie gewohnt nach dem Intro. Ich habe es ja im letzten Video schon angesprochen, unsere Arminia verfügt nun über zwei neue Offensivspieler, die unsere doch eher harmlose Offensive ein bisschen verstärken. Zum einen kommt Michel Vlap bis zum Saisonende auf Leihbasis von RSC Anderlecht. Sein Marktwert liegt bei 4 Millionen Euro. In der laufenden Saison bestritt der 23-jährige Niederländer 11 Spiele für den RSC in der Pro League in Belgien und konnte dabei einmal treffen. Seine Stammposition ist das offensive Mittelfeld, er kann aber auch ein bisschen zurückgezogener im Zentralmittelfeld spielen. Ebenfalls kann er auf dem linken Flügel spielen, wobei das nicht das Beste ist, denn durch seine Körpergröße von 1,90 Meter ist er natürlich nicht der Schnellste, bringt aber dennoch ein ordentliches Tempo mit. In der Jugend spielte er beim SC Heerenveen und durchlebte die U17 und U19. Von 2015 bis 2019 spielte er für die erste Mannschaft der Heerenveerer. Als sein Marktwert auf dem Höhepunkt von 8 Millionen Euro angelangt ist, wechselte er nach Belgien zum RSC. Seine erste Saison absolvierte er sogar recht gut. In 23 Spielen erzielte er 10 Tore und konnte 3 vorlegen. Doch diese Saison läuft irgendwie nicht bei ihm. Ich kann nicht wirklich sagen, woran es liegt, aber er kommt an seine alten Spielzeiten nicht ran. Bei 7 Ligaspielen gehörte er gar nicht zum Kader und bei 5 weiteren war er ohne Einsatz im Kader. Lediglich am ersten Spieltag konnte er die vollen 90 Minuten absolvieren. Ja, man kann sagen, dass Arminia so eine Art Auffangstation für ihn ist, aber ich denke trotzdem positiv und bin sehr gespannt, wie der Niederländer performt. Wir schauen noch schnell, was Sami Arabi und Uwe Neuer zu ihm sagen. Mit der Verpflichtung von Michael Vlap haben wir unsere Transferaktivitäten, was Neuzugänge betrifft, in diesem Winter abgeschlossen. Wir sind froh, dass wir ihn zu uns in die Bundesliga holen konnten und sind davon überzeugt, dass er uns mit seiner Qualität sofort weiterhelfen kann. Er verfügt als variabler Offensivspieler ein gutes Positionsspiel, geschicktes Passspiel und einen guten Torabschluss. Michel ist ein Spielertyp, den wir so noch nicht haben in unserem Kader. Er kann als offensiver Mittelfeldspieler mehrere Positionen begleiten und auch als zweite Spitze agieren. Mit Michel werden wir noch mehr Torgefahr entwickeln. Der zweite Neuzugang ist Masaya Okugawa. Sein Marktwert liegt bei 3,5 Millionen Euro. Auch er ist bis zum Saisonende ausgeliehen und genießt nun ein halbes Jahr bei einem Verein, den nicht 95% der Fußballfans hassen. Denn er kommt von Robbie Bubble Salzburg, wo er nur noch sporadisch zum Einsatz kommt. In Deutschland dürfte man ihn schon kennen, denn von 2018 bis 2019 war er an die Störche von Holstein Kiel ausgeliehen. Dort gehörte er meistens zum Stammpersonal und konnte auch sehr gut performen. Schon 2015 wechselte er in die österreichische Bundesliga zum FC Liefering, wo er nahezu jedes Spiel absolvierte. Danach zog es ihn zum SV Mattersburg. Auch hier spielte er wieder eine ordentliche Saison. Nach seiner Zeit bei Kiel wechselte er zu Robbie Bubble Salzburg und gehörte mit zu den besten Spielern im Kader. 23 Einsätze in der Bundesliga, dabei 9 Tore selber geschossen und 6 Vorlagen gegeben und sogar in der Champions League ist er zum Einsatz gekommen, wenn auch nur 72 Spielminuten insgesamt. In dieser Saison gehört er nicht mehr zum Stammpersonal der Salzburger. In der Bundesliga hat er gerade mal 7 Spiele mitgemacht, konnte dabei kein Tor selber erzielen, kein Tor vorlegen, aber hey, immerhin in der Champions League hat er einmal getroffen und das gegen niemand Geringeres als den amtierenden Trippelsieger Bayern München. Ich glaube, das liegt den Japanern einfach. Ist der junge Japaner Ritsu Doan. Auch bei ihm schauen wir natürlich, was Sami Arabi und Uwe Neuhaus sagen. Mit Masaya haben wir einen sehr kreativen Spieler, der eine sehr gute Ausbildung in Salzburg durchlaufen hat, für uns gewinnen können. Er überzeugt nicht nur durch seine spielerische Qualität, sondern auch durch seine Mentalität. Masaya ist vom Spielertyp her ähnlich wie Ritsu Doan. Er sucht mit vielen kreativen Ideen den Weg nach vorne und hat dabei nicht nur im Abschluss, sondern auch bei der Vorbereitung seine Stärken. Mit ihm werden wir unsere Torgefahr weiter erhöhen. Auch bei ihm bin ich natürlich mega gehypt, denn was die Japaner drauf haben, das zeigt schon Ritsu Doan und ganz ehrlich, was von Salzburg kommt, das kann in den meisten Fällen eigentlich nicht enttäuschen. Zu guter Letzt schauen wir noch, wer uns im Winter verlassen hat. Da ist zum einen Sebastian Müller, er wechselt auf Leihbasis für 1,5 Jahre zum VfL Osnabrück. Bei Arminia kam er einfach nicht mehr zum Einsatz und kann nun in der zweiten Liga zeigen, was er drauf hat. Joel Niemann, der bei Arminia so gar nicht Fuß fassen konnte, wechselt ebenfalls auf Leihbasis zu Tüklücü München. Und Brian Behrendt, der schon fast eine Legende in Bielefeld ist,
wechselt für 100.000 Euro nach Braunschweig. Euch dreien natürlich viel Erfolg und viel Glück bei eurem neuen Verein. Zeigt, was ihr drauf habt. Behrendt werden wir in Bielefeld wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber vielleicht kriegen wir einen Müller und einen Niemann gestärkt zurück. Wir wollen es einfach mal hoffen. So, dann wären wir am Ende von diesem Video angelangt. Schreibt mir jetzt wie immer natürlich gerne eure Meinung unten in die Kommentare zu den Neuzugängen, zu den Abgängen, zum Video allgemein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da eine Bewertung da lasst. Könnt ihr das natürlich auch gerne mit einem Däumchen nach oben zeigen oder ein Abo auf diesem Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt natürlich wie immer noch einen schönen Abend oder was auch gerade für euch ist. Und sage, wie es immer so schön heißt, auf diesem Kanal reingehauen und auf Arminia.